So. Herzlich willkommen, liebe Bettina. Ich freue mich sehr, heute ein Gespräch mit dir zu machen. Ja, danke schön, liebe Christine. Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Und wir kennen uns ja schon einige Jahre, haben aber ein bisschen den Kontakt verloren, denn wir haben beide die Russlandreise gemacht mit Jana Haas. Und du hast eine ganz besondere Rolle auch gehabt. Und zu diesem Thema möchte ich dich eben auch heute befragen, denn du schreibst ganz viel. Und ja, stell dich gerne gleich selbst vor, was so deine Berufung ist, was du so machst. Ja, gerne. Also, ich heiße Bettina Käber. Ich bin freie Journalistin. Mittlerweile seit 10 Jahren bin ich selbstständig und habe mich in der Zeit ja auf die spirituellen Themen spezialisiert, was natürlich total toll ist, wenn man so den inneren Weg verbindet mit dem beruflichen, was du ja auch tust und viele, die wir kennen. Ich habe aber ganz anders angefangen. Ich habe bei einer Tageszeitung angefangen, war dann lang im Zeitschriftenwesen unterwegs und habe immer mehr gemerkt, wie das so auseinanderdriftet, ne? Das, was ich beruflich schreibe und vermittle und den Leuten erzähle, dass das nicht mehr so in Einklang stand mit meinen eigenen Werten, die sich dann immer weiter entwickelt haben und ja, eben meinen eigenen Weg. Ja, und dann kam mir eigentlich Zufall, gibt es ja nicht in diesem, in diesem Leben, zu Hilfe. Ich bin dann schwanger geworden, dann kam meine Tochter zur Welt. Ich konnte nicht mehr in meinen alten Job einsteigen. Und es hat sich ergeben, dass ich dann eine spirituelle Zeitschrift entwickelt habe. Die heißt Happy Way. Vor ja, 10 Jahren, die gibt es auch immer noch. Und das ist eigentlich so mein Hauptauftraggeber, kann ich sagen. Also ich habe auch noch andere Standbeine. Ich schreibe ein bisschen für ein Yoga-Zentrum. Ich schreibe für Frage in Hamburg. Den kennen vielleicht viele aus Deutschland, den Eventveranstalter und noch so andere kleinere Sachen. Und es ist total schön, die Themen Spiritualität und Schreiben miteinander zu verbinden, weil es eben Herzensthemen von mir sind. Ja, Genau. vielen Dank. Und du bringst ja auch so viel Erfahrung, ja, nach 10 Jahren. Auf was kommt es denn an? Weil es gibt ja viele Menschen, die Geschichten erzählen können. Aber ja, was macht es so besonders? Oder wie kann man auch ja, den Schreibfluss auch fördern, wie man selber so merkt, ich habe was zu erzählen und ich möchte das auch in mir aktivieren. Was hättest du da für ganz konkrete Tipps? Wie machst du das denn überhaupt? Ah, ganz konkrete Tipps. Okay, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe manchmal sehr viel Material tatsächlich, und weiß dann oft nicht so richtig, wie soll ich strukturieren. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg. Ich habe ein klar definiertes Thema und weiß aber noch gar nicht so genau, was ich sagen will. Also in beiden Fällen braucht es halt einfach einen Einfall, eine Idee. Also sowas wie so ein zündendes Element. Das hat ja auch schon sowas Spirituelles, finde ich irgendwie. Also ich muss sozusagen auf eine Eingebung warten und geht manchmal total schnell, dass ich sofort weiß, okay, ich packe das Thema so an und bin dann auch schnell in dem Flow, wo man dann teilweise die Zeit vergisst. Und manchmal, ganz ehrlich, sitze ich da einfach nur und so wird es eigentlich jedem gehen, der gerne schreibt. Manchmal wirst du von der Muse geküsst, sozusagen, und manchmal ist es ein bisschen, ja, Arbeit, würde ich denken. Ich würde es schon so nennen, Arbeit, dass man einfach wartet und vielleicht auch probiert, ne? Wenn ich anfange zu schreiben, das ist nicht sofort ein perfekter Text. Das ist wie ein Handwerk. Man fügt verschiedene Mosaiksteine zusammen. Man nimmt hier ein Textelement und dann, oh, aber die Info wollte ich doch auch. Die packe ich dann auch mit ein. Dann passt es nicht. Dann nehme ich es wieder auseinander. Also es fügt sich so. Es schmiegt sich aneinander. Und den Tipp kann ich einfach nur geben, probier es aus. Setz dich hin. Guck, was dich interessiert, worüber du schreiben möchtest und fang einfach an ja, mit Textbausteinen, mit Ideen. Und je mehr du auf dem Blatt hast, umso leichter wird es dann, das auch zu strukturieren, meiner Erfahrung nach. Ja, vielen Dank. Ich merke auch gerade, wenn du das erst siehst, man merkt so, dass es
auch wie mit dem Leben ist, dass man eben auch Momente braucht, man einfach Sachen ausprobiert und dann so in den Fluss kommt und das auch eben selbst bei jemandem Erfahrenen wie jetzt du, das eben auch dazu gehört, dass man Geduld braucht und eben auf die Eingebung, ja, quasi dran bleibt, aber eben auch merkt, dass ja zum Wachstum quasi es Zeit braucht und Also, Geduld. das würde ich sagen. Es gibt natürlich auch so den umgekehrten Fall, jetzt wenn man tatsächlich beruflich und professionell schreibt, dass es da plötzlich eine Deadline gibt, dass ich weiß, okay, morgen muss das Ding fertig sein. Und interessanterweise ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man wenig Zeit hat, weil dann muss man. Und dann kommt es auch. Es ist total verrückt. Also vielleicht. Wenn sich jetzt jemand, der sich jetzt auch einmal hinsetzen möchte und Gedanken zu Papier bringen möchte, sich vornimmt, okay, ich mache jetzt eine Stunde und am Ende dieser Stunde möchte ich auch ein Ergebnis haben. Vielleicht ist das auch eine gute Idee. Also ich denke, dass da kann man rumprobieren, sich viel Zeit lassen, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre dann eben zu sagen, so, ich will jetzt in einer halben Stunde aber eine halbe Seite haben oder eine Seite und dann ist es wahrscheinlich auch gut fürs erste Mal. Eine Seite in einer halben Stunde, ist das wohl mega. Ja, vielen Dank für diesen Nachtrag. Ich glaube, ja, das macht jetzt, also wirklich finde ich auch Mut, weil wir sind ja alle, ja, in dem Kosmos hier auch miteinander Ideen zu teilen, uns weiterzuentwickeln. Und ich finde, du, ich weiß nicht, ob du immer von Hand das auch machst oder immer jetzt auch per PC, aber ich merke, wenn ich zum Beispiel was von Hand noch schreibe oder per PC, hat das auch eine ganz andere Kraft. Das würde mich noch interessieren und eben, wenn ich zum Beispiel auch wie frage, ja, was sagt so mein Herz? Was wäre so passend? Also ich schreibe vor allem jetzt eben meine Newsletter so, bin eben nicht professionell, bemühe mich einfach, ja, zu lauschen, was könnte passend sein. Und werde natürlich ein wenig ansprechen und ein wenig auch andere nicht ansprechen, weil man natürlich auch merkt, dass ich das wahrscheinlich nicht gelernt habe. Und trotzdem merke ich so, viele bleiben in meinem Newsletter, sind zufrieden. Also nehme ich mal an, dass dieser Herz einem schon auch sehr genau zeigt, wo es lang geht. Da würde mich auch so interessieren, weil du ja so spirituell auch bist, wie du das so ja auch mit deinem Herz verbindest, dass dieser Schreibfluss einfach einfacher kommt und auch die Ideen. Also erstmal schreibe ich gar nicht per Hand. Allerhöchstens, das passiert manchmal, dass ich nachts aufwache und eine Idee habe. Die schreibe ich dann natürlich per Hand, eben im Dunkeln. Dann am nächsten Tag kann ich es nicht immer lesen. Ich schreibe nur am PC. Ja, also das ist für mich dann auch eine gute Möglichkeit, Textbausteine umzustellen. Ich schneide den dann aus, füge den woanders ein. Das würde tatsächlich zu lange dauern, aber das ist, weil ich es ja beruflich mache, denke ich. Wenn man jetzt Tagebuch schreibt, was ich auch früher sehr gern gemacht habe, da würde ich natürlich immer die Handschrift wählen, allein weil man dann irgendwie sich ein schönes Album holt und mit einem Umschlag oder es gibt ja jetzt so ganz stylische Paper-Dinger irgendwie. Also da finde ich schon diese Haptik auch schön, das in der Hand zu haben und dann nachzuschlagen. Und das ist eben nicht so was Kühles wie ein Textdokument in Word oder so. Und zu deiner Frage mit dem Herzen schreiben, würde ich immer raten, ja, auch die eigene Stimme sprechen zu lassen. Also wenn ich einen Text bekomme, den ich redigieren soll, versuche ich natürlich auch, dass ich die ursprüngliche Sprache und die Ausdrucksweise möglichst erhalte und nur das ändere, was aus meiner Sicht vielleicht nicht so verständlich ist oder ganz schlicht und ergreifend einen Tippfehler ändere. Also ich glaube, dass man da ganz gut auf sich hören kann und ebenso genau diese innere Stimme, das eigene einfach, das macht es eben authentisch, wenn man dein Newsletter liest. Das ist einfach eine authentische Geschichte und gut, ich kenne dich jetzt auch persönlich, aber da
hört man dich eben dann durch oder wenn ich Newsletter von anderen Menschen bekomme, die ich nicht persönlich kenne, meine ich auch so eine Persönlichkeit drin zu erkennen. Das ist eine Wortwahl, die vielleicht sich wiederholt oder ja, Lieblingswörter, die man hat oder genau, ich finde das sehr charmant und würde immer bestärken, das so zu lassen und da sich nicht zu verbiegen oder einen anderen Ton haben zu wollen, der einem vielleicht selbst nicht entspricht, weil es einfach authentisch ist, aus dem Herzen zu schreiben. Und für meinen Beruf selber ist es teilweise nicht angebracht, aus dem Herzen zu schreiben. Das kommt ganz auf das Genre an. Wenn es ein Ratgebertext ist, hat mein persönliches Empfinden nicht so viel darin verloren. Aber ich schreibe auch einige Sachen tatsächlich aus meinem persönlichen Erleben. Habe jetzt in der aktuellen Happy Way eine relativ lange Reisegeschichte über einen Urlaub in Dänemark, den meine Familie und ich gemacht haben, vorletztes Jahr, als gerade die Corona-Pandemie war und wir wollten eigentlich in den Süden. Haben uns dann entschieden, der Sicherheit wegen, ich lebe in Hamburg, Dänemark ist vor der Tür, dass wir nach Dänemark fahren und es war katastrophal. Es hat nur geregnet im Juli, 15 Grad und wir haben versucht, die Laune gut zu halten, weil es war unser Jahresurlaub und es waren 3 Wochen Ferien und da haben wir eben versucht, das Allerbeste draus zu machen und den Moment zu schnappen und die wenigen Sonnenstrahlen, die wir hatten, irgendwie magisch zu machen. Und darüber habe ich geschrieben. Und da kann ich natürlich ganz viel von mir reinlegen oder und auch, ja, dann es ist kein Ratgebertext oder kein Text, in dem ich Tipps gebe, aber in dem ich sage, hey, dann haben wir halt bei 17 Grad Tee gekocht und wenn Sonne rauskam, sind wir in diesen eiskalten See gesprungen und hatten auch Spaß. Danach mussten wir aber den heißen Tee trinken, weil es so kalt war. Also da kann man ja vielleicht auch was mitnehmen, wenn man selber mal einen Nordseeurlaub macht, der gerne mal verregnet ist. Also bei solchen Texten, die liebe ich besonders, da kann ich schon sehr viel von mir preisgeben und erzählen und halt auch nur so viel preisgeben, dass ich auch jetzt meiner Familie nicht zu dolle in den Fokus stelle oder in die Öffentlichkeit stelle. Die bleiben dann schon eher im Hintergrund. Es geht immer um mein Erleben in erster Linie. Und das macht natürlich total Spaß, sowas mitzuteilen und zu teilen mit den Menschen und vielleicht eine kleine Inspiration zu sein, wenn man selber in seinem Ferienhaus hockt und denkt, oh nein. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, wo das Wetter vielleicht anders spielt, als wir uns das jetzt vorgenommen haben für einen Kurzurlaub oder sogar einen längeren Urlaub. Und ich finde, das ist genau der Schlüssel, dass man quasi schafft, mit dem, was dann ist, das Beste draus zu machen. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch entdeckt habt, aber so wie es sich angehört hat, kannst du mir ja dann nochmal sagen, merkt man dann auch, man sieht ja ganz andere Dinge, wie man sich dann eben trotzdem rausbegeht. Also ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Erinnerung, wo wir in der italienischen Schweiz waren und es da eben auch geregnet hat, wo wir ganz viele Feuersalamander gesehen haben und die sieht man ja sehr selten oder ich habe die bis dahin sehr selten gesehen. Und wir hatten einfach einen riesengroßen Schirm, der wurde da im Hotel zur Verfügung gestellt. Und da fühlte man sich so wie auch geborgen unter diesem schönen regenbogenfarbenen Schirm. Und ja, die Luft war total angenehm frisch. Also, wenn du vielleicht gerade noch in deinen Ferien so wie guckst, was war vielleicht so ein besonders magischer Moment, trotz diesem, ja, Unwetter, wo er hattet? Ja, ein sehr magischer Moment war, unsere kleine Tochter war damals 5. Die hat da schwimmen gelernt in diesem eiskalten dänischen See. Und das war für uns total magisch. Auch die Kinder, also die Große war 9,
die haben diese Kälte gar nicht so empfunden. Die sind in dieses Wasser, klar, die haben gebibbert, die hatten nachher blaue Lippen und wir mussten die ganz dolle rubbeln, dass die warm wurden wieder. Aber die haben das total genossen, als wären wir irgendwie in der Südsee fast. So mein Mann und ich mussten dann schon sagen, jetzt kommt doch raus, ihr zittert schon richtig. Aber die fanden das super. Und die Kleine hat eben schwimmen gelernt in diesem kalten See. Und das werde ich nie vergessen, wie stolz sie war in ihrem bunten Ganz. Die war ganz dünn, sie ist immer noch sehr dünn, in ihrem bunten Badeanzug. Und ja, ich kann schwimmen, ich mache die ersten Schwimmzüge. Das war einfach super magisch. Und ich muss sagen, die Kinder waren da unsere größten Lehrmeisterinnen, weil die hatten überhaupt keine schlechte Laune. Es ist faszinierend, wie sehr man die Laune, oder vielleicht jetzt speziell mein Mann und ich weiß es nicht, die Laune vom Wetter abhängig gemacht haben. Und denen war das total egal. Und wie du sagst, die hatten die schönsten, die fanden es das super, dass die Regenwürmer da rauskommen. Guck mal, die lieben Regenwürmer und Schnecken und all diese Tiere, die Feuchtigkeit lieben, die kamen halt aus allen Ecken. Das fanden die total klasse. Oder Frösche und alles Mögliche. Und abends haben wir eine Feuerschale angemacht. Also wir hatten dann wirklich alle Elemente. Feuer, Wasser von oben, Wasser im See, Sonnenlicht, Erde. Es war ja ein sehr, ja, Wald. Das war schon alles sehr magisch. Und wir haben dann schon auch gemerkt, dass es eben um die kleinen Dinge des Lebens geht. Es ist nicht gar nicht so wichtig, ob du jetzt auf den Malediven, wir wollten eh nicht auf die Malediven, aber ne, viele finden das toll da und das ist total exotisch und was ganz Besonderes. Aber im Prinzip kann man sich da auch total streiten. Und es geht darum, ja, die Kleinigkeiten des Lebens zu feiern. Und das ist uns, glaube ich, echt ganz gut gelungen. Ja, vielen Dank. Ich finde gerade dieses Stichwort eben auch die Kleinigkeiten des Lebens zu sehen und genießen, auch die zusammen, das ist ein super Stichpunkt, denn ich habe wie das Gefühl, wenn ich so mit dir spreche, eigentlich ist ja alles, also alles könnte sich eignen zum was schreiben. Ja, auf jeden Fall. Ist eignet sich alles. Also wenn du ein Buch schreiben willst, im Prinzip eignet sich alles. Oder für ein Newsletter ist, man muss nur ja genau mit sehr offenen Augen durchs Leben gehen und die Momente, die fallen dir in den Schoß und dann kannst du gucken, was du draus machst. Und jetzt kam mir auch so eine persönliche Frage, aber fühle ich ganz frei, also auch was zu wählen, was für dich jetzt hier auch stimmt, in dem Rahmen auch zu teilen. Was erwartet dich noch so? Was hast du vielleicht auch Lust, so die nächsten Jahre zu machen, weil du ja doch sehr auch begabt bist? Du machst ja schon 10 Jahre diese Schreibarbeit, sage ich jetzt mal. Wartet in dir noch so ein Wunsch, der noch geboren werden möchte oder eine Vision? Das würde mich gerade noch interessieren und die anderen sicher auch, die heute zuhören. Ja, das ist interessant, dass du das jetzt fragst. Also ich glaube, da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Ich glaube, ich bin jetzt an so einem Punkt, ich weiß noch nicht wo und wie genau, aber es wird sich bestimmt was auftun, noch etwas zusätzlich, vielleicht was ganz Neues. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich, also ich werde auf jeden Fall beim Schreiben bleiben. Das ist so. Ich glaube schon, dass das meine Berufung ist, obwohl ich das nicht immer geglaubt habe. Also ich habe als Kind, war mir schon klar, ich möchte was mit Sprache machen, schreiben, vielleicht auch Radio. Ich habe mit meiner Freundin damals auf so einem Kassettenrekorder damals noch, haben wir so Radiosendungen aufgenommen. Also es war klar, ich möchte irgendwas mitteilen. So. Was teilen, mitteilen, wie auch immer. Ich habe aber auch teilweise gezweifelt, ob Schreiben meine Berufung ist. Habe da mal vor, ja, es war tatsächlich auch vor 10, 11 Jahren, einen Mann gefragt in Hamburg, ein Mensch, der sehr spirituell ist, auch in der Szene unterwegs ist, und habe zu ihm gesagt, sag mal, was denkst du denn, wenn du mich so siehst, fühlst, anguckst? Ist Schreiben meine Berufung? Ehrlich? Soll ich nicht was anderes machen? Yogalehrer? Ich habe auch eine Yogalehrerausbildung, habe aber nie unterrichtet. Und er hat mich total, ja, fassungslos angeguckt, wie ich so eine Frage stellen kann, weil für ihn war das ganz klar. Und das fand ich interessant, dass er mich gar nicht anders gesehen hat. Und ja, vor 2 Jahren, als wir zusammen mit Jana Haas in Russland waren, habe ich auch eine Engelbotschaft von ihr bekommen. Und das kann ich jetzt auch. Würde ich jetzt einfach mal teilen, diesen kleinen Schnipsel aus dieser Engelbotschaft, dass sie gesagt hat, sie sieht hinter mir Bücher.
Also ich weiß nicht, ob es ein Buchprojekt wird. Bisher hatte ich noch keine Idee. Es ist noch ein Warten auf eine Eingebung. Aber irgendetwas wird sich, glaube ich, noch ergeben. Sehr schön, das ist ja spannend. Dann passt ja diese Frage wunderbar. Sehr gut, dann lassen wir, wenn es dann so weit ist, lassen wir dann hier meinen Leuten auch das wissen. Das wäre toll. Und du hast ja auch selbst auf deinem Weg einige Dinge auch ausprobiert, wenn jemand jetzt selber merkt, ich möchte da was ganz Praktisches auch ausprobieren, um in den Schreibfluss zu kommen. Kannst du uns jetzt auch noch so ein paar praktische Tipps geben? Ja, also ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe früher Tagebuch geschrieben per Hand. Das ist sehr hilfreich, um überhaupt mal mit dem Schreiben anzufangen. Und was ich auch ganz klasse finde, was ich aber ehrlich gesagt selber nicht praktiziere, das nennt sich Morning Pages. Ist eine, ja, Idee von einer Amerikanerin, die heißt Julia Cameron. Und es geht darum, dass du sozusagen mit einem ganz noch leeren Geist morgens nach dem Aufstehen dich sofort hinsetzt. Naja, du kannst dir einen Tee machen, aber du sollst jetzt nicht duschen oder so. Du sollst wirklich im Schlafanzug, vielleicht mit deiner Tasse Tee oder deinem Kaffee, was du gern möchtest, dich hinsetzen und einfach schreiben. Und zwar drei DIN A4 Seiten voll. Also es ist viel. Du sollst es per Hand schreiben. Und die Gedanken einfach laufen lassen. Und da können ganz verrückte Sachen stehen, wie ich bin noch total müde, was mache ich hier eigentlich? Später muss ich noch mit dem Hund raus, oh nein, es regnet. Also es kann wirklich einfach nur dein ganz persönlicher, authentischer Gedankenstrom sein, der hier zu Papier fließt. Und du musst es nachher auch nicht nochmal durchlesen. Es ist einfach, dass du dass du deine Gedanken einmal ablegst, sozusagen. Und versuchst, das in deine persönlichen Worte zu fassen. Ich glaube, das ist eine gute Übung, um einfach sich daran zu gewöhnen, Sachen aufzuschreiben. Das machen wir, glaube ich, viel zu selten. Ja, gerade in der jetzigen Zeit habe ich das Gefühl, ist es eine gute Möglichkeit, auch das Handwerk einfach weiterhin zu Ja. nutzen. Also mir ist es immer ganz wichtig, wenn ich eine Möglichkeit habe, von Hand zu schreiben, dann wähle ich lieber das Blatt als den Computer. Manchmal habe ich mir auch schon überlegt, wenn ich nicht so viele Schreibfehler machen würde, dann würde ich sogar bei den Newsletter von Hand machen und dann das fotografieren oder so. Aber weil ich dieses Kunst, also eben weil ich gerne Kunst mag, ich glaube, kann das sein, dass sie irgendwie erinnert mich das gerade, was du jetzt gesagt hast, der Weg des Künstlers, kann das sein? Genau, Ja, das ist das Buch. dieses Buch habe ich nämlich gelesen. Ich kann das dann sonst verlinken. Das ist sehr ein spannendes Buch. Ich glaube eben, ich bin vom Herzen eben auch so eine Künstlerseele und deswegen, ja, mag ich solche kreativen Dinge. Aber eben, wie du sagtest, es braucht Zeit. Aber zwischendurch merke ich, wenn ich das eben für mich mache, einfach, auch wenn es nur eben sowas ist, wie du sagst, zum einfach mir klarer zu werden, was läuft gerade in mir ab. Zum wie das loszuwerden durch Schreiben oder was habe ich schon alles gemacht, das mag ich auch, dass ich mir wie klar mache, was jetzt eigentlich alles schon gelaufen ist, Ja. weil wir ja sehr oft viel zu hohe Ansprüche an uns selbst haben und mir hilft das dann oder auch so kleine To-Dos, dass ich mir eigentlich nur noch so drei, vier Dinge pro Tag vornehme und dann jedes Mal, wenn ich eins wegmachen kann, weiß ich so, yes, geschafft und das ist toll und das ist, fühlt sich inzwischen für mich so an, als hätte ich ja den ganzen Tag was gemacht. Dabei habe ich eigentlich dazwischen ja ganz viel Pausen gehabt und ich glaube, das ist auch, ja, glaube ich, die Kunst, der Weg des Künstlers, dass man wirklich auch entspannt bleibt und sich nur so viele Dinge vornimmt, dass man noch im Leben entspannt bleiben kann. Also zumindest ist das so mein Anspruch an mich. Und du bist ja auch Mutter und hast einen Mann. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, habt ihr einen Hund? Nee, wir haben Nee. keinen Hund. Nein, das habe ich jetzt tatsächlich nur so gesagt mit dem Gassi gehen. Die Kinder wünschen sich aber einen. Also vielleicht sind wir bald auch, haben wir bald einen Hund bei uns. Ja, siehst du. Spannend. Auf jeden Fall wollte ich fragen,
ja, wie du das alles so unter einem Hut bekommst, weil ich finde, so gerade wir Frauen, wo eben spirituell sind, dürfen auch immer mehr dahin finden, dass wir in der Zeit, wo wir auch tätig sind, beruflich, dass wir zwar uns im positiven Sinne verausgaben, aber wenn wir dann eben die Zeit für uns und unsere Familien haben, auch noch in unserer Mitte sein können. Was machst du für dich in deinem Alltag zum diesen Ausgleich schaffen und wie, ja, legst du dir vielleicht auch so geregelte Zeiten, gerade als Selbstständige, als Mama, dass du wirklich auch Pausen hast dazwischen? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ganz viel Zeit, also ganz viele Termine werden natürlich von außen an mich herangetragen. Die Schule beginnt dann und dann, die Schule ist dann und dann aus. Da und da sollten die Kinder abends zu Bett gehen, so. Und ich gucke natürlich, ich habe ja gerade erzählt, die Morgenseiten, das mache ich persönlich nicht, weil ich ja den ganzen Tag sowieso schreibe. Ich habe morgens meine Yoga-Praxis. Und die ist mir wirklich sowas wie heilig. Meine Tochter ist jetzt in der fünften, die hat Religionsunterricht tatsächlich. In Hamburg gibt es das. Da sollten sie Leute fragen, was ist dir heilig? Und mir fiel so spontan ein, meine Morgenpraxis. Also das ist mir wirklich wichtig. Und da stehe ich gerne früher auf, um bevor alle anderen wach sind sozusagen. Mein Mann macht auch parallel, das müssen wir uns immer gucken, wer ist wo, die Kinder schlafen noch. Einfach um die, ja, wie soll ich sagen, zu sich zu finden oder so ein bisschen sich zu erden, Zeit für sich einfach zu haben, bevor der, ich nenne es jetzt mal, der Wahnsinn des Alltags beginnt, weil es ja dann manchmal auch einfach schnell gehen muss morgens und das ist mir sehr wichtig und da mache ich so, ja, ich habe jetzt zurzeit keinen besonderen Yoga-Stil, ich habe lange Jahre Kundalini-Yoga praktiziert, habe da auch eine Lehrerausbildung gemacht, habe aber nie unterrichtet. Das war scheinbar nicht meine Berufung. Kombiniert es auch mit Online-Yoga. Also wenn ich jetzt ein aufgezeichnetes Video, das, ob ich das morgens um 6 gucke oder mache oder um 6:30, ist es dann egal. Und das ist mir wichtig. Und dann fühle ich mich einfach auch gestärkt, um dem Ganzen begegnen zu können. Ich mache auch abends oft eine Meditation, manchmal auch ein kleines Yoga-Set, aber das mache ich nicht so regelmäßig wie tatsächlich meine Morgenpraxis. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das kennen auch ganz viele. Also vielleicht, wenn es nicht am Morgen ist oder einfach am Abend, eben da hat ja jeder seinen Rhythmus, dass wir, wenn wir das wirklich machen, so verbindlich, dass das einfach uns stärkt und wir ganz anders den Tag abschließen oder auch starten. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich, und manchmal ist es auch nur hinsitzen und wie die Gedanken vorbeiziehen lassen und wirklich zu spüren, wie geht es mir gerade. Und inzwischen bei mir ist es so, dass ich auch durch den Tag mir immer wieder so die Frage stelle, wie geht es gerade mir, dass ich quasi aus einer anderen Energie wieder ins Außen aktiv werden kann. Weil manchmal merkt man ja, man ist im Außen, man wird zu schnell mit dem Außen. Also gerade als feinfühlige Person schwingt man ja da auch stark mit. Ich glaube, das kennst du ja auch. Und da auch immer wieder so wieder zurückzufinden, weil wenn wir das schaffen, dann fühlt es sich, obwohl das Außen ja viel ist und stressig und eben manchmal, wie schaffen wir das überhaupt, diesen Berg, wenn man so eine Distanz immer wieder auch übt, also wenn ich das zumindest für mich immer wieder schaffe, dann ja, gibt es wie eine Ruhe, die trägt, obwohl vielleicht im Außen alles laut ist, weil, kann ich das beschreiben? Weil ich habe einfach das Gefühl, das ist auch unser Weg, dieser spirituelle Weg, dass wir quasi wissen, was im Außen sich gehört, eben pünktlich zur Schule kommen und all diese Dinge, aber auf Seelenebene. Vielleicht muss das Kind jetzt wirklich irgendwas auch lernen, mal zu spät zur Schule zu kommen, was es bedeutet. Und die Mama muss aushalten, dass das Kind das lernen muss. Also so ganz pragmatisch kam mir jetzt gerade in den Sinn. Ja. Lustig, weil genau diese Situation hatten wir heute Morgen. Das ist echt magisch jetzt gerade. Sie hat es heute nicht geschafft. Sie war
wirklich aufgewühlt und es gab dann auch Tränen und dann haben wir gesagt, okay, es kann sein, dass du heute zu spät kommst. Dann ist das eben so. Sie kam nicht zu spät, sie kam gerade noch rechtzeitig. Also ich glaube, das Lernen, ich komme tatsächlich zu spät, das kommt vielleicht dann nächste Woche oder so. Das war jetzt genau das Üben, zu spät zu kommen. Und das Magische, was du jetzt auch erzählt hast, manchmal, also wenn ich nochmals rückfahren darf, dadurch, dass ihr euch beide wie zugestanden seid, vielleicht kommen wir jetzt zu spät, also vor allem ja du, aber ich begleite dich dahin, haben wir ein bisschen Stress vom Ganzen weg. Total, total. Das war wirklich so. Es war vorher so eine angespannte Situation. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann so, okay, es ist jetzt so. Und dann haben sich alle entspannt. Und dadurch hat sie es dann wahrscheinlich, konnte sie es schneller wieder zu sich finden. Und okay, ich mache das, 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 das brauche ich jetzt, damit ich losgehen kann. Und dann fahre ich los. Genau. Und genau das Phänomen ist ja, dann ist ja die Zeit spielt eigentlich meistens auch mit uns. Also wenn wir plötzlich eben bemerken, okay, es gibt keinen äußeren Stress mehr, dann plötzlich geht es schneller. Und dann, weil du ja, ich nehme jetzt mal an, im großen Teil ein gutes Zeitmanagement hast, hat es bestimmt noch auch Pufferzeit. Und das ist auch so etwas, was ich für mich immer mehr auch einplane. Also zwischen Gesprächen oder zwischen Terminen, weil wenn ich so das nicht mache, dann merke ich, dann eben fühlt sich das so wie ein bisschen gehetzter an und dann kann ich gar nicht den Tag genießen. Ich habe wie das den Anspruch auf aber eine entspannte Art und Weise, dass jeder Tag einfach ein Geschenk ist. Oh, Ja. das ist schön, das ist eine total gute Vorstellung. Ja. Ja, weil wie geht es dir vielleicht noch so abschließend? Ich habe wie das Gefühl, was findest du, was du jetzt auch in diesen besonderen Zeiten gelernt hast? Also ich habe eben wirklich wie gemerkt, also es kommen ja von außen immer mehr Herausforderungen, die man vielleicht zu persönlich nehmen könnte und zu so denken, was mache ich jetzt mit dieser Welt, die ja anscheinend so verrückt ist? Und ich merke, je mehr ich wie sehe, jeder Tag ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie lange ich hier auf der Erde sein werde. Ich versuche doch jeden Tag ein Geschenk aus jedem Tag zu machen. Natürlich, 24 Stunden fällt es mir schon gar nicht ein, weil meistens schlafe ich wie ein Stein. Also ich schlafe auch gerne wie ein Stein. Aber eben die Stunden durch den Tag, wenn ich merke, dass so eine Irritation kommt, dann frage ich mich immer wieder, was kann ich gerade lernen, loszulassen? Weil das Leben ist ja ein Geschenk. Es ist mir ja geschenkt. Ja, es ist ein Geschenk. Auf Und jeden Fall. je weniger ich dann diese Identifikation im Außen habe, merke ich so, dann ist es fast egal, was im Außen ist. Also es kann mir zwar was gelingen, aber auch wenn etwas nicht gelingt, weiß ich, dann war es gerade nicht dran, dass das gelingen muss, sondern eher vielleicht diese Akzeptanz, dass es gut so ist, wie es ist. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist ganz viel tatsächlich das innere Erleben oder die innere Einstellung, die uns dann ja unabhängig macht vom Äußeren. Also es klappt jetzt bei mir nicht immer, aber ich habe mir halt auch vorgenommen, mich nicht mehr so viel von Ängsten leiten zu lassen, sondern einfach zu denken, ich versuche einfach jetzt so viel zu genießen, wie es möglich ist. Und es ist in manchen Momenten mehr und in manchen ist es weniger. Und manchmal vergesse ich es auch wieder, aber es fällt mir dann immer wieder ein. Du wolltest doch. Und das finde ich gut, sich immer wieder so zurückzuholen und zu sagen, komm jetzt hier die Ängste, was in den letzten 2 Jahren war, jetzt mit Krieg und sonst wie und was es noch so im Privaten gibt. Versuch einfach zu genießen und dir die Momente zu schnappen. Das ist so ähnlich wie in diesem Dänemark-Urlaub. Da war das natürlich sehr komprimiert auf diese 3 Wochen. Und da haben wir sehr geübt, diese Momente zu finden. Und so im Alltag gelingt es natürlich nicht immer, also mir jedenfalls nicht. Aber es gelingt mir immer öfter, dass ich denke, ich mache mich jetzt frei von dem, was außen an mich herangetragen wird und guck, was jetzt im Moment gut ist. Jetzt im Moment ist es doch alles super. Ich sitze hier mit dir und habe ein wundervolles Gespräch. Was braucht man mehr?
Ja, vielen Dank. Das empfinde ich auch so. Das ist wirklich sehr schön, dass du hier bist zu Gast. Und ich würde gerne heute noch dir den Raum geben. Gibt es noch irgendetwas, weißt du, was du ganz gerne mitteilen möchtest? Weil ja, meine Leute werden dann sich bestimmt freuen, wenn das Buch dann da ist, die Buchidee. Und ja, du darfst jetzt einfach nur sagen, weil ja, ich einen Moment still bin, was du und dein Herz gerade spürt, weil dein Herz darf jetzt was sagen. Mein Herz darf jetzt was sagen. Das muss ich mal. Ich war gerade auch viel im Kopf. Mein Herz möchte sagen, ja, eigentlich, dass es darum geht, dass wir hier glücklich sind, denke ich, in dieser Inkarnation. Klar, wir können versuchen, möglichst viel zu schaffen, zu erreichen. Da haben wir gerade drüber gesprochen, über auch, ja, Zeiten einzuhalten, perfekt zu sein, aber sich auch immer wieder zu spüren und zu wissen, hey, das ist was total Besonderes, dass ich hier als Mensch gerade geboren bin und das Beste daraus zu machen, und sich ja seine Seele, seinen Geist zu bilden durch Bücher, Meditation, Yoga, Kurse, Workshops. Das ist ein wahnsinniges Geschenk, finde ich, und das sollten wir nutzen. Ich glaube, das will mein Herz gerade sagen. Nützt es, was euch hier benutzt ist, was ihr angeboten bekommt. Morgen kann es vorbei sein, jetzt ganz krass ausgesprochen. Aber wie du gesagt hast, wer weiß, wie lange wir noch leben. Versucht den Moment zu schnappen. Dein Herz sprechen zu lassen und zu gucken, was möchte ich tun? Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, damit können wir heute mal für heute Adieu sagen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ich danke dir, liebe Christine. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.